Es gibt doch eine Taste zum Schnellfeuern. Willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Es ist laut meinen Aufzeichnungen Montag und wir sind immer noch mit Shivas Prüfung beschäftigt, wo ich doch gesagt habe, dass ich eigentlich keine Nebenquests mache, aber Shiva ist technisch gesehen. Das sollte mich zu dem anderen Polizisten führen. Warte mal. Blut weiblich. Wie genau kann man Bluter sehen, dass es weiblich ist? Ich meine, du könntest das mit einer DNA-Analyse natürlich rauskriegen. Anhand der Teile, die drin sind. Aber ansonsten... Ich glaube nicht, dass Batman eine spontane DNA-Analyse hat. Wir müssen zum Sheldon Park. Und zwar pronto. Warum sollten wir? Der Pinguin ist durchgedreht oder so. Seine Leute verschenken Waffen. Kann doch gar nicht sein. Das dachte ich auch. Vertrau mir. Alle sagen, da ist nichts faul dran. Außer dem Teil, wo die Männer vom Pinguin Waffen verschenken. Ja, außer dem Teil. Aber ich sag doch, ich hab da unten Leute, die sagen, dass es stimmt. Was ist das da? Hier schreibt Cyrus Pinky, ein Plakett zu Ehren. Cyrus Pinky ist dem Architekten von Gotham. Da kann man die angucken und dann... Und das geht in den Teil wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich die irgendwie analysieren? Das ging ja an Dings, ne? This monument was erected for the prominent citizens of Gotham City. It's a work of pride and distinguished skill. We honor the man and the people who made this possible. Ah, schön. Weiter am Text. Ich hoffe, ich bin nicht als wie ein Schläger auf meiner. Endet die Spur hier oder muss ich jetzt auf die andere Seite? Ich meine, das sind sehr mobile Assassinen. Immerhin können die nicht fliegen, sondern müssen sich ein bisschen noch an Physik halten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ach, diese Assassinen. Von denen übrigens auch nie irgendjemand was mitkriegt. War schön, dass sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, sich einen Polizisten zu schnappen, ne? Sie hätten ja auch einfach einen random Verbrecher sich holen können. Das wäre ja auch okay gewesen. Aber anscheinend hatte man dann vielleicht doch Zweifel, dass Batman vielleicht doch nicht so bereit ist zu retten. Letztendlich gewinnen die Assassinen ja aber auch nur mit Zahlen. Oh, ist das davon? Ist das die Leiche? Oh, warte mal, es klingelt von gleich wieder. Palim. Ach so. Identität verstorben. Aber das ist unser Typ? Achso. Ich komme zu spät. Shiva nervt ein bisschen. Vor allem, wie Batman auch nicht hinterhersetzt, ne? Weil du es nicht getan hättest. Er war korrupt, ein Mörder. Aber darin liegt keine Gerechtigkeit. Was weißt du schon von Gerechtigkeit? Hinter Gittern oder davor, diese Leute ändern sich nie. Solange sie leben, bleibt Gotham verdorben. Das ist einfach falsch. Und ich dachte, du würdest mich verstehen. Dennoch, der Test muss weitergehen. Triff mich im Sheldon Park. Ah ja, super. Ja, will ich das jetzt weitermachen? Weil das klingt irgendwie anstrengend, ne? Auf der anderen Seite, das bringt mir halt Level, was halt auch nicht schlecht ist. Ja, gut, dann machen wir noch eine so eine Shiva-Quest hier, weil die bis jetzt ganz witzig waren, weil man irgendwie rumrecherchieren muss. Natürlich die Frage, wo ist denn jetzt der Sheldon Park? Ist das da? Ah, ne, das ist das Stahlwerk. Da wollen wir hin. Shiva. Tödlicher Sturz im Jezebel Plaza. Tatort, das ist mir ja richtig egal, ne? Wessen Quest ist das überhaupt? Kriminell unter Verschluss. Wie viele Leute gibt es denn hier noch, die mir rumnerven wollen? Ach, das ist schon Missionsziel 3. Okay, das ist nicht weit von hier. Das kriegen wir vielleicht gerade noch hin. Und der andere Polizist war nicht korrupt? Oder das ist. Also woher hat die ihre Informationen? Ich meine, das ist halt so eine Sache, ne, mit der korrupten Polizei. Also, das ist halt irgendwie ein ziemlich hoher. Nee, hä? Wo ist denn jetzt Sheldon Park? Das sah doch gerade so aus, wäre es mega nah dran. Ich bin sowas von verwirrt. Ach, hier ist Sheldon Park. Ugh. Warte mal, das ist eigentlich mega praktisch. Das ist ja total nah dran an der einen Abbruchstelle, die wir haben. Das ist quasi jeder irgendwie korrupt, ne? In einer gewissen Art und Weise. Warte mal, ich mal kurz das hier markieren, sonst. Weil das kann man jetzt echt schwierig sagen, dass Leute irgendwie. Das ist halt irgendwie unfassbar schlimm. Ich meine, wenn du genug Geld bietest und vor allen Dingen, wenn die Situation eh nicht so gut aussieht,
Und die meisten Leute kümmern sich selber, weil das die Leute, die sich halt absolut unbestechbar sind, nur für das reine Prinzip arbeiten. Ich glaube, davon findet man in der Regel nicht so viele, oder? Es ist, glaube ich, illusorisch zu hoffen, dass man irgendwie eine komplett... Was ist denn jetzt? Dass man eine komplett... Achso, jetzt kommt das noch so ein Kind, wenn ich hier... Wie komme ich denn da jetzt da rein? Achso, ich muss unten drüber. Dass man eine komplett... Weiß ich nicht... korruptionsfreie Polizei hat, die da nicht so durchkommen lässt, gerade wenn die Situation ist wie hier. Das ist zwar vielleicht ein schöner Gedanke, aber die Realität ist das halt, also gerade wenn hier überall an jeder Ecke Verbrechen rumgeht, so wie es anhört, ist ja die meiste, der Großteil der Stadt in Armut. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das Gotham... Ja, ja, das Gotham wesentlich näher dran ist als an den Joaquin Phoenix Joker. Eine Situation, wo es ja echt ziemlich arm überall aussah. Ja, musst du davon rechnen, dass die Leute in irgendeiner Hinsicht korrupt sind, ne? Heute Nacht ist eure Glücksnacht. Wegen Weihnachten und so hat der Boss entschieden, dass wir euch allen Geschenke machen. Er will nicht, dass irgendwer mit leeren Händen nach Hause geht. Oh, ist das die Waffenübergabe? Also kommt und schnappt euch eine Knarre. Ihr habt mich gehört. Gratis Waffen für alle. Dank Oswald Chesterfield Cobblepot. Und das Beste an der Sache. Wir wollen nichts dafür. Also, die Sache läuft so. Ihr stellt euch schön ordentlich in eine Reihe. Dann winken euch mal... Naja, also hier ist anscheinend die große Waffenübergabe des Jokers. Das war Quatsch, das Pinguins ist mir aber richtig egal. Oh, sie kennt's. Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Sie haben einen Mann umgebracht. Ja, eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bewundere deine Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt, lass uns kämpfen. Interessante Augenfarbe. Oh, das könnte relativ hart werden, aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich das mache, weil das scheint mir doch... Das scheint mir doch hier... Das scheint mir doch hier eigentlich ein relativ guter Kampf zu sein, ne? Ich meine, ich hoffe, die Ads sind halt immer mal fertig. Alter, den Schlag da, da steht keiner mehr. Das sind nicht alles Blondies, oder? Weil die ersten fünf, also, die wir gefunden haben, waren blond. Zumindest scheinen die nicht in der Hinsicht zu... Warum ist der eigentlich ein Messer? Das finde ich voll nicht fair. Na gut, dann benutze ich halt Batarangs. Oh, richtig schön. Nicht, dass es ein Kampf ist, wo ich das... tatsächlich muss, ne? Gut gekämpft. Jetzt zeig mal, wie du hiermit umgehst. Oh! Oh, sie haben doch Typen! Hä? Wer sind die jetzt denn? Die sehen halt vom Outfit komplett anders aus als die normalen Assassinen, ne? Haben die ja nicht so ein blau leuchtendes Dingsbums? Eigentlich will ich ja nur den Fokus auf sie haben, oder? Weil was die Ads hier machen, die ganzen Tag, ist mir eigentlich auch richtig doll egal. Eine Sonde. Enttäusch uns. Du kannst es nicht. Kommt jetzt mit Phase 3 in die Ecke. Und damit auch dein Leben. Das war von Anfang an ihr Plan? Einfach eiskalt zu ermorden, wenn ich das bestehe? Ehrenhaft. Hingebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham liegst. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt. Und aus der Asche neu geboren. Alfred, ich schicke dir zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittle sie der Polizei.
Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Fürs Erste. Ich glaube nicht, dass ich Shiva zum letzten Mal begegnet bin. Ah ja. Shivas noch aktiv gesuchte Akte nicht geschlossen. Aha. Aktualisiert. Was haben wir denn jetzt? Auftragsmodus unbekannt. Besiegt. Unerreicht ist können im direkten Nahkampf. Meine Polizeiakte finden sich nur wenig. Gerüchteweise wählt sie viele ihrer Ziele schlicht aus dem Grund, dass ihr Können dann nicht zu testen. Niemand scheint diesen Test je überlebt zu haben. Die Bedrohung, die sie darstellt, sollte keinesfalls unterschätzt werden. Naja, der eine Polizeityp, den wir umgehauen haben, der war jetzt ehrlich gesagt nicht so. Oh, wir haben noch richtig viele Mörder, die wir untersuchen können. Ach hier, der tödliche Sturz am Jezebel Tower. Tourist auf einer Bowie Street, lass mal auf ein Gebäude gestürzt. Mord unbekannt. Das ist mir nämlich auch richtig illegal, ne? Eigentlich so an und für sich. Das ist ja nur so ein Nebenquest-Ding. Obwohl die prinzipiell diese Mordermittlungen bis jetzt immer recht interessant waren. Naja, gut. Okay, gut, das war das Shiva-Ding. Das ist doch schön, dass wir das auch geschafft haben jetzt. Ich glaube, das sind diese anderen Assassinen, die man aber über eine Nebenquest in Arkham City sieht. Das Ding, wo man diese Muster der Katze waren. Ja, ich erinnere mich, Dougal, an sie. So, ist doch geil, dass die eine Wache hier immer noch weg ist. So, okay, wenn wir gerade schon mal hier sind, ist das ein Questziel hier? Nö. Okay, gut, dann machen wir das nicht. Doch, warte mal, was ist denn das hier eigentlich für ein Pinguin-Ding hier? Pinguin-Waffendepot, das wäre da vorne. Achso, das könnte ich jetzt mit dem Unterbrecher kaputt machen, oder was? Wo soll das hier sein? Ist das einfach die Kiste, die hier steht? Da kippt so ein Ding an, aber da kann ich das jetzt einfach mit dem Unterbrecher anschießen, oder was ist jetzt hier da? Nee. Mann, was bin ich sehend? Die Nebenquests, die meistens Fahrzeichen? Böhnig, ich will keine Zeitquest machen. Ach, Böhnig, wir machen halt Zeitquest. Naja, aber Shiva ist ja Mainquest, so gesehen. Weil, guck mal, die ist ja... Die ist ja eine der 10 oder 8 Assassinen, die hier irgendwie Top-Bestand des Spiels sind. In der Schießwache eingeschlossene Erpressungsdaten. Dieses muss geöffnet werden, um auf die Daten zuzugreifen. Wie öffne ich das? Also, hör mal nicht. Da ist hier Batarangs drauf. Nö. Ja, aber wo ist denn hier eigentlich dieses Waffenversteck? Achso, ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Wir sind ziemlich nah an dem Stahlwerk, wo ich eigentlich hin möchte. Warum kann ich das nicht markieren? Achso, weil es bereits markiert ist. Gut, dann machen wir es auf. Welche Waffenlager vom Pinguin sind mir wirklich egal. Also das ist. Also ich glaube, das Spiel wird dadurch tatsächlich ein bisschen schwieriger, dadurch, dass ich hier so durchrenne und mich wirklich nur auf die Main-Quest konzentriere. Weil die ganzen Nebenmissionen bringen ja schon irgendwie Erfahrungspunkte. Und ich an, dass so eine Bosskämpfe vielleicht ein bisschen schwieriger werden, wenn man weniger Armor und weniger Durchschlagskraft und dieses Kombo-Zeug hat. Das heißt, ich. Das sind kann. Kann ich nicht so Dreck leveln. Genauso, aber glaubst du, wir können dem Neuen vertrauen? Einem Typen, der sich Joker nennt? Scheiße, nein. Aber anlegen will man sich mit dem auch nicht. Ist doch immer dieselbe Geschichte. Ja, jemand, der Joker heißt, weiß auch nicht, ob der besonders vertrauensvoll ist. Im Großen und Ganzen. Also ich glaube, dieses Stahlwerk haben wir auch tatsächlich schon mal infiltriert. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Also das haben wir definitiv schon in Arkham City infiltriert. Hat er nicht der Joker sogar drin gewohnt? Riesen sei der Wallhack, sag ich mal, ne? Aber schön, dass die jetzt alle neue Masken haben. Vor allem, die hatten die auch alle bereit. So eine Maske ist ja auch nicht gerade winzig. So. Ich glaube, wir müssen runter zur Tür, ne? Da hilft ja halt nichts. Vielleicht können wir ja irgendwie... Zum Glück hat mich auch keiner aber so hier rüberlaufen. Diese... Oh, klettert der hier hoch? Oder klettert hier hoch? Das ist aber schlecht jetzt. Ich weiß nicht, wie man sich fallen lässt, um an Kanten zu sein. Kriegen wir es immer noch mal raus. Aber für den Moment nicht. Kann ich dich halt direkt rüber? Nein, kann ich. Was das wohl war? Ach, wer weiß das schon. Oh, denn sind ja noch mehr Leute. Kommt hier noch alle her? Hier nicht die Türen, durch die ich eigentlich durch möchte. Also gut, dass so eine Masken einen auch komplett die periphere Sicht wegnehmen, ne? Sonst würden die...
Sonst würden die Leute hier eventuell mich... Oh, diese Treppe da ist gerade MVP. Weil der Typ guckt gerade in meine Richtung. Dum, 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 dum. Wecken die sich ja nicht gegenseitig auf in diesem Spiel? Da hinten ist noch ein Container. Was ist denn da noch zu lösen? Oder ist das der eigentliche Eingang? Ich glaube übrigens, es kommt ein ganz schön Todesurteil nah dran, hier bei der Kälte draußen zu liegen. Meine, die Leute liegen hier wissen noch in so einem Innenhof, aber so richtig dicke Jacken haben die auch nicht. Dran, welche Anzüge mit offenen Händen. Ich habe das elektromagnetische Signal der Handschuhe des Electrocutioners herausgefiltert. Sie können ihn jetzt mit Ihrem Scanner verfolgen. Zu spät, Alfred. Ich bin kurz davor, Black Mask in die Finger zu kriegen. Und vielleicht den Joker gleich dazu. Nun gut, jedenfalls steht es bereit, wenn Sie es brauchen. Der arme Alfred, weißt du, der will hier gerade stolz berichten mit, ich habe jetzt hier gerade total neuen Shit rausgekriegt und sein guter Herr und Meister nur so, ja, ist mir ja auch real, ne? Okay, was bin ich hier sehend und warum habe ich das jetzt hier aufgesperrt? Achso, ich hätte jemanden durchgreifen können. Ich habe versucht, die Alarmanlage zu aktivieren, okay. Na gut, dann haben wir jetzt ja ein bisschen unnötigerweise die ganzen Wachen hier vor der Tür ausgeschalten, ne? Ist ja nicht so, dass es dann hinterher leichter wird. Hier sind die Krankenwagen. Also dass der Joker Krankenwagen als Getaway-Car nutzt, ist irgendwie so ein. Ist irgendwie so, eine, so ein bisschen so ein wiederholendes Thema, ne? Hat er in den Nolan-Filmen ja auch. Nee, da waren es Schulbusse, okay, gut. Da gab es doch auch immer eine Krankenwagen. Da waren wir als Krankenschwester verkleidet. Guter Schauspieler. Ich hatte keine Ahnung, dass er unter der Maske steckt. Ich auch nicht. Aber eins war eine Mutation von Zionis. Wie lange hat er sich wohl für ihn ausgegeben? Tage, vielleicht Wochen. Ist auch egal. Was mich eher interessiert, was zum Teufel machen Rocky und die Jungs von hier? Wohl nach Mitternacht. Die ändern die Sicherheitscodes und verhören Black Mask. Hab ich zumindest gehört. Na toll. Dann sind wir wohl die ganze Nacht hier. Aha. Jetzt gucken wir mal, ob ich mich an den Typen hier vorbeischleichen kann. Ich hab gehört, der Boss wollte Batman in der Bank auf Eis legen, aber hat's verbockt. Ja, hat versucht, die Bank um ihn herum hochgehen zu lassen. Das war ein Riesenknall. Hätte fast das Gebäude eingerissen. Da weiß mir die Fledermaus da auch. Oh, das ist sehr schlecht. Leg dich auf! Au! Den erledigen wir! Au! Wie schnell diese Leute auch immer sind. Diese verdammten Kisten. Also ich hätte ihn. Hä? Was hat nur einer von denen eine Waffe, oder? Also der da halt. Gut, die haben alle. Ziemlich viele von denen haben Waffen, aber. Die meisten haben Waffen, die mich absolut nicht interessieren. Kann ich mit diesen explosiven Gaspaste eigentlich was machen? Also wie. Jetzt wäre gerade tatsächlich mal eine gute Gelegenheit gewesen, Leute auf den Boden umzuhauen. Das geht aber. Wir bringen dich unter die Erde. Ja, gut, das ging jetzt ja erstaunlich verlustfrei. Na gut, dann gucken wir uns doch mal das Stahlwerk an. Aber das alles beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt hast Batman gesehen, Arkham Origins. Was hast du denn jetzt wieder? Hm? Alle unsere Jungs weg. Einfach in Luft aufgelöst. Billy, Paul, Frank. Denkst du, das war die Fledermaus? Fledermaus hier? Er will sich bestimmt rächen, nachdem der Boss versucht hat, ihn kalt zu machen. Ja, das ist auf jeden Fall die Motivation von Batman. Rache. Naja, wie schon gesagt, ciao.